Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Samstagsvideo. Ich habe mir nicht passend zum Beiner die Nägel lackiert, aber ich finde es trotzdem ganz nett. So, es war keine Absicht, aber es passt generell gut zum Design. Ich mag den Nagellack. So, wir legen los. Heute spielen wir für Tiere und Auto. Und dann können wir nämlich pünktlich zum Sonntag in das Haus sparen. Das ist Führerschein. Ich glaube, das muss ich noch nachtragen. Das ist für TikTok. Ich glaube, das habe ich schon gedreht. So, das heißt, zum Sonntag können wir in Haus und Umzug sparen. Und dann können wir wieder hier gucken, was übrig bleibt. Und dann kommen wir ganz langsam hinterher. So, also irgendwann kriegt ihr dann nicht mehr 5, 6, 7 Videos die Woche, sondern nur noch 3 bis 4. Ich hoffe, ihr überlebt das. So, genau. Und ich habe ein Päckchen bekommen. Ich habe nämlich ein Tauschpaket mit der Sparhexe. Und das öffnen wir. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. So, wir haben ein kleines Tauschi haben wir gemacht. Das mache ich dann zum Ende. So, wir legen los. Ach ja, hier habe ich ja extra. Von der lieben Andrea. Das schöne Mafia-Deckblatt. Und das ist auch ihr Deckblatt. So, und wir legen los mit dem tierischen Turnier. Das ist von Alltagssparen. Und wir sind ja jetzt bei hier angelangt und wir sparen ja tatsächlich 7 Euro, wenn wir beim Schnick, Schnack, Schnuck nicht gewonnen haben. Das heißt, wir werden wieder maximal dreimal würfeln. Oder sagen wir mal so, wir werden maximal zweimal verlieren. Also wenn wir zweimal verloren haben, dann machen wir Schluss, weil maximal 14 € ist quasi mein Ziel. So, ein bisschen Platz hier. Ich drehe heute im Stehen, das ist irgendwie alles ein bisschen einfacher auf dem Schreibtisch. Nee, wir wartet mal, wir haben Papier und Papier. Nee, 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 nee. Wir brauchen, was brauchen wir denn? Eine Schere. So, noch ein zweites Mal. Eine Schere. Das ist schon mal gut. Wo ist mein Stift? So, das heißt, den Eulenbaron haben wir erledigt. Und jetzt ist hier quasi noch die Katzen. Ich weiß halt nicht, es ist keine Fürstin. Baron kommt nach Fürst. Was könnte das? Es ist halt keine Königin. Es ist ein Adelsgeschlecht auf jeden Fall. So, okay. Dann würfeln wir. Und ich habe einen Stein und das hier ist auch ein Stein. Ich glaube, hier kommen jetzt Dinge. Kaffee bekommen und eine Lindor-Kugel. Das ist ja süß. Ich habe tatsächlich überlegt, ob es heute ein bisschen Schoki gibt. Für mich ist nämlich heute Donnerstagnachmittag und ich drehe ja die Videos normalerweise immer morgens. Und wir haben aber ein bisschen was zu tun jetzt am Freitag und am Samstag. Und deswegen, so, ich trinke einen Kaffee auf euch. Das könnte ein Bärchen sein. Warte mal. Bah. So. Haben mich ein bisschen abgelenkt jetzt. Wartet mal. Hier haben wir gewonnen. Hier haben wir verloren. Das sind 10 Euro. Plus die 7 Euro, als wir hier verloren hatten, sind 17. Ich habe ein schönes Käffchen bekommen. So, 17 Euro. Und den Schmack hat. Ich bin ja am Überlegen, ob wir den einfach auflösen im Kaffee. Das macht den Kaffee dann sehr süß, ne? Ich mag nämlich gar keine weiße Schokolade. Also Spatze ist bei uns der mit weißer Schokolade. Flupp. So, das heißt, ich habe dann gleich einen süßen Kaffee und Kaffeeschock. So, weiter geht es. Das ist immer so anders, wenn ich im Stehen filme. Da fühlt sich ja alles auf dem Schreibtisch anders an. Aber wir können mal noch ein bisschen hoch. So. Also ich komme mit dem Platz auch viel besser zurecht, weil wenn ich stehe, weil ich natürlich hier mich bewegen kann, falls das irgendeinen Sinn für euch hat. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin irgendwie völlig blöd. Okay, so, die tierische Weltreise ist von der Sabrina und wir würfeln nur so 2 bis 3 Mal. Wir schauen mal. Pass. So. Aber ich merke an meinen Füßis, dass ich mich, glaube ich, der kommt gar nicht hier hin. Der ist ja falsch. Der muss hier hin.
dass ich mich sicherlich demnächst hinsetzen werde. Ich habe nämlich heute schon ganz viele Bestellungen gepackt. Und dementsprechend war ich schon sehr lange auf den Beinen. So, hier ist unser, na komm schon, hier ist unser Pass. Und ich male die ja nicht aus, sondern ich mache bloß Häkchen. Und ich würde sagen, wir machen heute hier die Kleinen. Wir waren in Germany, Ho Chi Minh, Paris und was ist das letzte? Malaysia. So, und was ist das in der Mitte? Mexiko. Ganz schön zu tun. Ich werde das jetzt als einen hier, ne? So, ganz schön zu tun, die Reise. Und warte mal, was spare ich beim Passport? Spare einen Betrag deiner Wahl. Da würde ich mal sagen, dann sparen wir jetzt nur 1 Euro. Ich rühre mal hier meinen Kaffee um. Wir sparen nur 1 Euro und können dafür quasi noch einmal mehr würfeln. Schönen Schaum habe ich auch. So, wir sparen nur 1 Euro und können dafür hier noch eine Runde würfeln. Also, eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können endlich wieder was ziehen. So, was waren da die Spielregeln? Probe gegebenenfalls das Feld noch frei. Ich muss ja sagen, ich hätte ja gerne jetzt mal eins, was wir noch nicht freigerubbelt haben. So, komm her. So, ach, die Affenbahne. So, da können wir hier mal was freirubbeln und der Staubi kann euch auch Hallo sagen, wenn ich ihn gefunden habe. Hier ist auf jeden Fall unser Staubi. Und hier ist ein Rubbelwerkzeug. Nehme ich überhaupt auf? Ja, das wäre jetzt blöd gewesen. Hälfte schon aufgerubbelt, angekreuzt, Kaffee ist gekocht. So, jetzt haben wir 9 Euro. Das heißt, insgesamt sind wir bei 10. So. Staubi sagt euch guten Morgen. So, und wir würfeln noch einmal und trinken unser schönes Käffchen. So, Schokokaffee. 2, 4, 6. Würfel und spare die Augenzahl. Na, keine 6, komm. Eine 4. Na gut. So, dann haben wir 14 Euro. Ich habe tierische Weltreise und tierisches Turnier falsch rum hier eingetragen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, das überleben wir. Gut. So, ich hole noch einmal um, damit sich hier der Rest. Ja, jetzt ist der Rest aufgelöst. So, jetzt kriege ich einen kleinen Zuckerschock. Oh Gott, ist das lecker. So, zum Samstag darf das. Für euch ist ja Samstag. So, und ich habe noch ein paar Tiere mit am Start. Und zwar zum einen die Eulenliebe von Jules Budget, von der Julia. Und dann habe ich hier noch das Froschbingo von der Franzi. Und ich fahre euch jetzt erstmal runter. So, setz mich hin. Die alte Frau setzt sich hin. Judy, womit fangen wir an? Weiß nicht so richtig. Komm, machen wir die Eulenliebe mit zwei Würfeln. So, und ich hole mir wieder das Lila. Das schöne Lila. Ich finde, das passt auch gut. So, 9 Euro. Ich trage mir jetzt schon mal die 9 Euro rein. Und wir suchen mal. Warte mal, 1, 2, 3, das sind 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amaya, nee, das ist mein Trinken. Ich habe hier noch ein Wasserglas stehen. Du sollst nicht immer von meinem Zeug trinken. So, wie wollten wir es denn machen? Ich glaube, wir wollten die aufrubbeln, wenn ich dann mal eine Zahl nicht ausmalen kann. So, also, wir haben hier auf jeden Fall schon mal unseren ersten Würfel. Amaya kratzt an ihrem Mini-Kratzbaum. Es lenkt mich immer gar nicht ab, wenn die Katzen hier rumlaufen. Ne? Merkt ihr immer, lenkt mich gar nicht ab.
So, das sind die Eulchen. Und jetzt haben wir quasi noch die Frosche. Oh, sag jetzt nicht, dass du raus willst. Oh, komm, ey, ich sitze gerade. Also, eine 3 und eine 5. 3 und 5, das sind 1 Euro. Wusste ich. 3 und 5 sind 5 Euro. Ja, ist gut. Ich kreuze die 6 Euro. Die 6 Euro schreibe ich ein und ich mache die Tür auf. Ist gut, Maus. So, freut sich der Papa. Also, 9, 17, 14 und 6 sind 46 Euro. So. Also mir scheint es so, dass wir diese Woche mehr sparen als die letzte. Oh, guckt euch diesen schönen Schaum an. Ja, jetzt wird es immer süßer. Oh, Milli, sag mir jetzt nicht, dass du auch noch raus willst. Also irgendwann. Oh, das ist auch mal gut. Ihr habt doch gerade noch geschlafen. Also echt jetzt. So, wartet mal hier. Das kann man von vorne sehen und das kann man von hinten sehen. Das macht voll gute Laune. Die Froschis. Gut, damit hätten wir Tiere abgeschlossen. So, wir versuchen uns jetzt mal ein bisschen zu konzentrieren. Und ich spiele Poison Apple. Dazu brauche ich meine Plus-Minus-Würfel. So. Und bei den Ereignisfeldern laufe ich immer vorwärts, also nehme ich den roten. 1, 2, 3, 4, 5. So, wir sind auf 1 Euro beim grünen Apfel. Ein grüner Apfel heißt, Schneewittchen irrt wieder umher und läuft rückwärts. Ein 1. So, und das ist hier dieser giftige rote Apfel. Und das heißt, wir dürfen rubbeln. So, die zeige ich euch aber nicht, damit ihr nicht wisst, wo ich die giftigen roten Äpfel versteckt habe. Es gibt quasi, das ist eine Rubbel-Challenge. Und unter den Rubbelstickern verbergen sich entweder, ich habe einen gefunden, giftige rote Äpfel oder eben Sparbeträge. Und ich glaube, drei giftige rote Äpfel habe ich. Nur ja, so. Wir haben einen giftigen Apfel. So, ich lese mal. So, findest du einen vergifteten Apfel, musst du leider erst einen Kuss der wahren Liebe erhalten. Gehe zum Prinzen. So, wir gehen also zum Prinzen. Und schauen uns mal an, was wir tun müssen. Der Prinz kann Schneewittchen mit einem Kuss der wahren Liebe wachküssen. So, wir haben ja gerade den vergifteten Apfel gegessen. Würfe eine gerade Zahl, dann ist es der richtige Prinz. Rücke vor zum Pärchen. Ansonsten spare einen Euro und versuch es beim nächsten Mal. Wir haben eine gerade Zahl. Wir rücken also weiter zum Pärchen. Und Pärchen heißt, wir können hier was freirubbeln und hier haben wir schon alles freigerubbelt. Das ist quasi die erste Challenge, die wir vollständig abgeschlossen. Ach nee, die haben wir auch abgeschlossen. Wir haben zwei Challenges schon abgeschlossen. So, aber ich habe dafür bestimmt was vorgesehen. Hast du schon alle, dann spare 5 Euro. So, das läuft doch ganz gut. So, und jetzt würde ich sagen, wir dürfen noch ein drittes Mal würfeln und gehen zwei Felder vor auf das Äpfelchen, sparen 2 Euro und sind insgesamt bei 8. So. Das ist doch schon mal ein angenehmer Start in unseren Autospartopf. So, was kommt als nächstes? Be My Valentine von der lieben Sandra von Design by Desa. Und da nehme ich ihren rosafarbenen Würfel. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und ich trinke weiter meinen Kaffee, bevor kalt wird. Schön, müssen wir öfter machen. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mir nicht einen Keks hinlege. Oh, wir sind da hier Parfümerie. Aber da kann ich mir gut vorstellen, dass es die eine oder andere eventuell nervt, wenn ich. Nee, Parfümerie sind wir. Wenn ich hier rumschnurpse. So, wir dürfen einen losziehen. Sind die nicht hier? Hier sind keine Lose. Dann gucke ich mal. Ja. Ein Los von der Sandra. Jetzt organisiert euch doch mal hier. So geht es nicht. Mal gucken.
sind 9 Euro. So. 9 Euro gehen. Was nehmen wir denn? Oh, das Parfüm sieht gut aus. 9 Euro. So, dann dürfen wir noch ein zweites Mal. Eine 1. Stella! Sehr gut. Stella. So, da habe ich, glaube ich, auch mit 2 Würfeln gewürfelt. Ach, hier unten ist ja noch Hundeshampoo. Jetzt bin ich wirklich am Überlegen. Warte mal. Hm? Kaffee ist alle. Hier haben wir noch einige. Hier gefällt mein Herz. Da hatte ich irgendwie noch gar kein Glück. Kaum. Parfüm haben wir noch 5. Blümchen haben wir noch 1. So, Doku geht. Kaffee trinken waren wir auch noch nicht so oft. Ich bin am Überlegen, ob, wenn wir die Challenges abgeschlossen haben, ob wir dann nicht quasi in den, ich sag mal, in den Laden nebenan gehen. Was ich nämlich gerade überlege, würfe ich mit einem Würfel oder würfe ich mit 2? Das war jetzt mein Gedanke, ne? Also wie weit bin ich mit dem Spiel? Und ich glaube, wir würfeln mit 2. Einfach damit Stella hier auch irgendwann mal was bekommt. Eine 2 und eine 3. 2 habe ich gar nicht. Gut, dann gilt die nicht. Und wir haben eine 3. So, die Stella hat irgendwie mit uns gar nicht so viel Glück, muss ich sagen. So, aber gut, hier den Hundenapf. Da haben wir zumindest jetzt hier noch eine 3. Bei was sind wir denn jetzt? Bei 12 Euro. Komm, wir riskieren das und würfeln noch ein drittes Mal. 6, 2, 4, 6. Nochmal die Parfümerie. Kaufen heute 2 Parfüms. Gut, dann ist das so. Dann sind wir nochmal zurückgelaufen. Also unser Pärchen ist ja in Paris unterwegs, ist dann einfach nochmal zurückgelaufen. So. Und hat gesagt, komm, wir nehmen noch 1. Der Mann bekommt auch 1 hier oben. So. Was haben wir jetzt? 10 Euro. So. Also haben wir 10, 21. Keine halben Sachen hier. Keine halben Sachen hier. So. 21 Euro. Jetzt kommt die Dragon Quest. Ich habe irgendwie so ein bisschen Déjà-vu, weil ich quasi diese Woche, glaube ich, 2-mal den Autotopf abgedreht habe. Aber wie gesagt, ich bin ja immer noch dabei, hier mal aufzuholen. So, ich meine, der April ist bald vorbei. Also, Dragon Quest von Trio Design. Wir gucken mal, wie oft wir würfeln. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Euro. Das ist ja erstmal ganz unschuldig. So, und 2. 2, 4, 5. 1 Euro. Na, dann traue ich mich noch ein drittes Mal. Komme ich bestimmt auf die 12 oder so. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5. Wusste ich. Ich sollte Lotto spielen. 12 Euro. 12 und 6 sind 18. So. Kein eigenes Feld, ne? Glaubt man mir das? Unglaublich. So. Gut, jetzt kommen nur noch die kleinen, ne? Ja. Kommen nur noch die kleinen Challenges. Was haben wir denn? In Reihenfolge so, ja. Dann fangen wir an mit den Cutie Dogs. So, da würfeln wir. Ich würde sagen, wir würfeln jetzt einfach mal mit 2 Würfeln. So, und zwar, das ist die Cleo. Und ich entscheide das nach Zufallsprinzip. Cleo hat eine 4. Oh, Spatzer muss schon wieder mit Amaya schimpfen. Wer weiß, was die tut. So, ein zweites Mal. So, 6 und 5. Es gibt es gibt nur 5 Hunde. Also drehen wir das mal um. Also der 5. Hund und eine 6. Fluffy. 6 Euro. Und ich würde sagen, mit den 10 gebe ich mich mal heute zufrieden. Wir haben ja bei Be My Valentine ein bisschen zugeschlagen mit den 2 Parfüms, die wir uns unbedingt kaufen mussten. So. Dann haben wir hier noch meinen großen Eierlauf.
So. Und wir würfeln mit einem Viererwürfel. So. Eine 2. Wir sind hier, ja, wieder natürlich bei unserem Osterschaf und sparen 7 Euro. Ach ja, je. Also ich habe ja relativ selten hohe Beträge versteckt. So, also ich glaube, ich gehe maximal bis zur 9. Hier oben habe ich quasi einmal durchgezählt von 1 bis 9 und dann habe ich wieder von vorn angefangen. Und ansonsten habe ich die zufällig gemischt. Und aber ich glaube, die 9, die kommt ja auch äußerst selten vor. 2. Ich glaube, zweimal kommt die 9 vor. So, die 1. Wir haben das Kükenkeks mit 6 Euro. Und dann haben wir 7 und 6, 13. Und da muss ich leider sagen, dann war es das heute schon wieder. Ist 7 plus 6 überhaupt 13? Ja. So, 13 Euro. So. Gut. So, dafür die Sparlaber. Von Alltagssparen. Wir würfeln mit einem Viererwürfel und ich hoffe, ich kriege heute keine 1. Also ich habe jetzt die anderen zwei Challenges, wo ich ein bisschen sparsam und dafür durfte ich jetzt ein bisschen mehr frei rubbeln. Wir haben eine 2. Naja, gut. Dann rubbeln wir wieder nur 2 frei. So, ich versuche es mal hier. Nope. Nein, das ist ja falsch. Ich bin ja hier. Mann, ich bin doch gar nicht hier oben. Na, Susan, hast du jetzt Pech. Also, wir haben einen guten Felsen rausgearbeitet und eine heiße Lava sind 10 Euro. Mann, ey, wie kann man nur so blöd sein? Selbst schuld. Die Frage, ich glaube, von hier hätte ich es hier versucht und nicht hier oben. Naja, so. Haben wir das falsche Feld frei gerubbelt und werden dafür bestraft. Amaya. Sehr schön, dass sich der Papa wieder hier eingesperrt hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass du jetzt hier Rabatz machen kannst. Fräulein. Die Mutti dreht Video. So. Naja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die Challenge diesen Monat nicht mehr abschließen werden. So, wobei, warte mal. Wir sind ja hier. Ist halt die Frage, was Janette draus gemacht hat. Also einer von den beiden ist wieder ein guter, aber dann geht sie bestimmt noch einmal hier runter. Aber mit 2 Vieren könnte das was werden. Ich habe nämlich von Alltagssparen noch so viele andere Challenges, da wäre ich schon am Überlegen, das abzuschließen. Naja, gut. So, heute haben wir uns erstmal blöd angestellt. Müssen wir durch. So, und zum Schluss machen wir jetzt noch das Ostersparen von der Sandra von Design by Desa. Und hier muss ich diesmal dran denken, dass ich das nicht zu früh aufschreibe, weil wir können ja hier was frei rubbeln. Also, wir nehmen 2 Würfel. Das eine ist eine 3 und eins eine 6. Das heißt, wir können zweimal was freirubbeln. Ich denke, das wird teuer. Na, pass auf, wir machen erstmal 1. Wir machen erstmal 1. Wir können ja hier noch. Ach nee, wir haben keine zweite 6. Gut, dann müssen wir jetzt da durch. Wir müssen jetzt da durch. Wir müssen die 6 nehmen. Gut, also 3 und 6 sind erstmal 9. So, wir haben also 9 Euro. Und rubbeln 2 Häschen frei. So, wir nehmen mal eins hier unten. 9 Euro und 15. Ach du Scheiße. Ah, ich kenne auch meine Sandra. Ich hab das kommen sehen. Ja, vor allen Dingen, ich hätte ja nicht die 3 auswählen müssen, aber hier hätten wir noch eine 3 gehabt. Hier hätten wir noch eine 3. Hier hätten wir, ne? So. Wir hätten nur eine Ausweich 3 gehabt. Na, früher oder später müssen wir die Hasen aufrubbeln. Also. Außerdem ist es der Autospartopf. Es ist für einen guten Zweck. So. Ich guck mal, was ich angerichtet habe. Wir werden es ja gleich ausrechnen. So. Gut, wir räumen erstmal auf hier. Dann haben wir heute ein bisschen Zeit. Ich gucke dann mal gleich in meinen TikTok-Topf, ob das
dort auch hinhaut. So, erstmal 9,59 sind 33 Euro. Tja, Susan. Tja. So, plus 10, plus 13, plus 10, plus 18, plus 21, plus 8. Ja, letzte Woche waren es 100 Euro, jetzt sind wir bei 113. Ich wollte mich noch ein bisschen zusammenreißen. Ich habe ja gesagt, eine teure Woche. Gut. Ich guck mal. Ich guck mal in meinen TikTok-Topf. So, bist du Führerschein? Ja, mal. So. Da tragen wir mal gleich noch nach, was wir hier bei Spazers Führerschein verbrochen haben. So, und dann gucken wir uns in Ruhe das Tauschi an. Also, die helfenden Gnome, da bin ich, glaube ich, auf der Schleimspur stecken geblieben oder so. Da haben wir nicht gespart. So, bei der Gentleman Challenge von Steffi hatten wir 21 Euro. Bei Steaming Catless von der Bibi haben wir 11 Euro. Bei der Mäusewanderung von der Franzi haben wir 6 Euro. Die Lucky Challenge von Alltagssporn, da haben wir 7 Euro. Die Plans habe ich abgeschlossen von Sabrina. Das sind 5 Euro. Die sind hier falsch rum angeordnet. So, bei der Team Challenge von Levi Budget hatte ich 7 und bei der Fleur 3. Hier die Fleur. So, und insgesamt waren es 60 Euro. Ist ja quasi so viel gespart wie in der ersten Woche auch. So, da sind wir doch langsam gut vorbereitet. Genau, so, und dann machen wir jetzt am Sonntag hier noch unser Haustopf, unser Umzug. Dann können wir sehen, wie viel Geld wir insgesamt schon verbraten haben. Und dann schauen wir mal in die Extra-Challenges, was wir hier noch tun können. Ja, das war es tatsächlich. So, ich habe irgendwie das Gefühl, es war heute ein bisschen chaotisch. Ich weiß gar nicht, warum. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Briefchen hingekommen? Hier. Tatsächlich, Spatzer meinte, die Kamera ist ein bisschen... Ich glaube, die Kamera ist wirklich ein bisschen schief gewesen die ganze Zeit. Naja. So, wir gucken mal. So, oh. Was ich hier bekommen habe. So. Wir haben auf jeden Fall... Oh, schwedische Blaubeere. Das klingt schon mal... Seht ihr? Ja, ihr seht. Das klingt schon mal gut. Und wir haben hier auch zwei kleine Würfelis. Nämlich einen Vierer und einen Zehner in schönen Frühlingsfarben. Und wir schauen hier mal. Hope... This package brightens your day. Ja, ich glaube, die Chancen, die Chancen stehen gut. So, zusätzlich dazu scheint heute auch ab und zu mal die Sonne. So, haben wir es doch geschafft, den Aufkleber zu bewahren. Also, liebe Susan, danke, dass du mit mir ein Tauschpaket machst. Freue mich voll, ein Mitglied eurer tollen Community zu sein. Knuddel Mareike. So, und hier haben wir ihr Kärtchen mit den Hexen. Und sie ist hier, seht ihr überhaupt? Die Sparhexe. Also selbst wenn ihr es nicht gut sehen könnt, sie heißt bei Etsy, bei Instagram und bei YouTube die Sparhexe. So, finde ich auch sehr, sehr niedlich. So, und genau, sie hatte gefragt, was ich denn haben möchte. Dann habe ich gesagt, du, ich habe so wenig Platz für den Mai. Und deswegen habe ich mir quasi nur ein Spiel rausgesucht. Und sie hat sich in meinem Shop auch was rausgesucht. Und ich zeige es euch gleich. Und hier ist noch eine kleine Thank You Challenge mit 16 Euro. Was ich auch sehr süß finde hier mit diesen, mit den Punkten. Ist laminiert. Und hier hinten kann man sicherlich das auch als Tracker benutzen. So, dann noch einen schönen Sticker. Wieder ein laminierter Tracker. Und ich habe den mir ausgesucht, weil ich mag tatsächlich, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist bestimmt kein Leguan. Ist das ein Leguan?
Ach, hört mir auf. Ich mag auf jeden Fall Eidechsen und Eidechsenartiges. So, sagen wir mal so. So, und wir haben jetzt das Shiba Bingo. Und ich fange jetzt nicht wieder damit an, dass ich nicht weiß, warum alle zu diesem Schiffe versenken. Also es hat eine Koordinate, es hat eine zweite Koordinate und man trifft sich dann in der Mitte und kann halt hier zum Beispiel Obst versenken für ihn. Das ist für mich immer noch ein Schiffe versenken. Ich weiß nicht, warum das alle Bingo nennen. Bingo ist mit einer Ziehung und man versucht waagerecht, senkrecht oder diagonal ein Bingo voll zu kriegen. Ich weiß, es nennen jetzt alle Bingo. Jetzt habe ich doch noch mal drüber gesprochen, aber ich hoffe ja eigentlich, dass es mir irgendwann mal noch mal jemand erklären kann, warum das jetzt alle gerade Bingo nennen. So, und ich fand das voll süß, ne? Ihr wisst ja, ich mag diese Schiffe versenken Technik sowieso total. Und hier fand ich die Idee so niedlich, dass wir unseren nennen wir ihn mal Leguan, dass wir ihn füttern können. So, mit leckeren Sachen. Die kleine Shiba hat es endlich aus ihrem Ei geschafft und möchte gern so groß werden wie, so groß wie ihre Artgenossen werden. Du kannst ihr dabei behilflich sein, denn im Garten wächst alles, was sie gerne futtert. Ich hoffe, bei uns im Garten wächst auch demnächst einiges. Anleitung? Gut, brauchen wir nicht. Und hier haben wir wirklich sehr viele leckere Sachen. So, und ich dachte, das ist schön grün. Das passt also wunderbar in den Mai. Und wir können unsere kleine Freundin hier füttern, auch wenn ich selbst keine Eidechsen habe. Ich hätte ja tatsächlich, ich weiß, ich bin ein bisschen bescheuert, ne? Also, wir haben jetzt zwei Katzen. Irgendwann kommt noch eine dritte Katze. Wir wollen ja dann auch irgendwann ein Haus haben, ne? So. Und da wollen wir dann auch noch Ziegen also Ziegis wollen wir und Hühner und ein paar Laufenten oder Gänse. Und dann wird es bestimmt auch eine dritte Katze geben. So einfach, wenn dann, wir haben das erlebt, als die Luna, als wir die einschläfern lassen mussten, dass die Amaya allein war und deswegen haben wir uns dann die Millie geholt. Und dass, wenn quasi eine Katze stirbt, die andere nicht allein ist. Und eigentlich hätten wir auch gern irgendwann noch einen Hund. So. Und ich hätte eigentlich gerne halt irgendwann noch Eidechsen. Oder was Artverwandtes. Oder ein Leguan. Oder Leguane. So, anyway, also, ja. Irgendwie müssen wir doch unsere Kinderlosigkeit kompensieren, nicht wahr? So, also, liebe Mareike, Herzchen für das Tauschi. Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut. Und wir füttern auf jeden Fall das Baby. Und ich glaube, der kommt dann, sie, die Shiba, kommt dann in den Tierspartopf. So, was ich sehr, sehr passend finde. Und da fehlt eigentlich mal noch so eine Challenge für Hunde oder für Katzen. Wobei ich ja tatsächlich mit meinen Cozy Cats tatsächlich ein Schiffe versenken, in Anführungszeichen, machen möchte. Ich weiß nur noch nicht wann. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, muss ich es eigentlich bald rausbringen, sonst macht es irgendwer anders. Das ist immer so gefährlich, öffentlich über Dinge zu sprechen. Aber ja, also ich plane eigentlich mal zwei Cozy Cats Spiele. Ein so ein richtiges Spiel mit Story und ein Schiffe versenkenes Spiel, wo wir quasi die Cozy Cats zum Beispiel auch füttern, in Anführungszeichen, mit Kaffee. Jetzt habe ich aber erstmal eins erstellt für den nächsten Release. Da geht es tatsächlich, da erwürfeln wir uns Tee. Mehr sage ich dazu noch nicht. So, ich kann es euch nicht zeigen, weil ich habe es den Patreons noch nicht gezeigt. Als erstes bekommt die Sneak Peeks ja immer die Patreons. So, da freue ich mich schon drauf. Ich habe nämlich hier links von euch gerade drei Challenges liegen, die ich nochmal gucken möchte, ob ich damit zufrieden bin. Und dann geht die nämlich in die Druckerei zusammen mit dem Deckblatt, was ich auch schon habe. Dass wir hier langsam mal loslegen mit dem Mai Release. So, also, das war die Sparhexe, das war unser Samstagsvideo. Ich wünsche euch wundervolles Wetter. Ich hoffe, ich schaffe es auch mal vor die Tür. Ja, doch, also wir haben viel zu tun am Samstag, aber ob ich da so viel Sonne sehen werde, weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber das habe ich mir fürs Wochenende fest vorgenommen, dass ich mal was vom Frühling sehe und nicht nur hier in der Bude hocke und arbeite. So, in diesem Sinne sehen wir uns hoffentlich morgen früh wieder. Bis dahin. Tschüss!